überschrieben mit Für eine saubere Stadt, Graffiti-Schmierereien beseitigen. Einreicher ist hier die CDU-Fraktion. Herr Dr. Bruns, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Stadtrat, sprich wir, haben im Frühjahr 2020 auf Antrag meiner Fraktion den Oberbürgermeister beauftragt, unautorisierte Beschmierungen von öffentlichen Einrichtungen innerhalb des 26er-Rings und im Bereich der Elbe nachhaltig zu entfernen. In der Zwischenzeit ist im Hintergrund einiges gelaufen, viel gesehen hat man davon nicht. Und was wir meinen, wenn Sie einen Blick hier rauswerfen auf ein Gebäude, was wir sehen, nämlich die Robotron-Kantine, wie dies aussieht und was wir meinen, was in unserem Stadtbild nicht geht, kann sich, glaube ich, jeder ein Bild machen. Ganz besonders schlimm sind die Brücken im Altstadtbereich. Und hier muss endlich was geschehen. Damit wir hier vorankommen, wollen wir jetzt konkrete Maßnahmen vorschlagen, nämlich dass hier Stadtmöblierungseinrichtungen mit einem speziellen Lack oder Ähnlichem versehen werden, damit Beklebungen und Beschmierungen einfach schneller abgemacht werden können. Und, meine Damen und Herren, es ist wichtig, das sehen wir an den Flächen, die gereinigt worden sind, die werden sehr schnell wieder besprüht. Und das war auch immer unser Ansatz, dass sie nachhaltig entfernt werden. Und deswegen wollen wir, dass alle Möglichkeiten genutzt werden, hier da auch ein Stück weiterkommen. Und ein Aspekt sind auch hier die Videoüberwachung. Da muss man sich jetzt nun nicht die Videoüberwachung so vorstellen, dass ich einen ganzen Platz überwache, sondern es langt ja auch aus, wenn Sie eine Sandsteinmauer haben, dass diese Sandsteinmauer, wie das ja anderswo auch bei Fassaden üblich ist, mit Videogeräten abgedeckt wird, sodass man hier auch entsprechende Schmierfinken dann auch mal stellen kann. Und das ist unser Anliegen. Wir wollen in der kommenden Wahlperiode hier deutlich vorankommen. Einen ersten Schritt wollen wir jetzt hier machen, was die konkrete Ausgestaltung angeht. Ich bitte deshalb um Zustimmung zum kompletten Antrag, Herr Oberbürgermeister, und deswegen beantrage ich punktweise Abstimmung des Ausschussberichtes. Vielen Dank. So, es ist mir darüber hinaus lediglich eine Wortmeldung signalisiert worden, verzichtet, aber dafür gibt es eine neue. Frau Mühler, bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe KollegInnen, liebe ZuschauerInnen, die CDU hat wieder einen Antrag zur Ordnung. Worum es geht, wird darin nicht so ganz klar. Geht es jetzt um Graffiti, Aufkleber, Verschmutzung insgesamt? Das ist nur einer der Punkte, in dem der Antrag ziemlich unkonkret ist. Und was ich als kritischstes sehe, ist der dritte Punkt, auf den Dr. Bruns gerade hingewiesen hat, denn der wird auch in der Stellungnahme der Verwaltung und auch sonst mit gesundem Menschenverstand als rechtswidrig eingeschätzt, was schon ein bisschen traurig ist, so einen Ordnungsantrag quasi mit einem rechtswidrigen Inhalt zu stellen, weil Videoüberwachung, so wie Sie sich das vorstellen, eben nicht verhältnismäßig zu unbestimmt ist und der Stadtrat dann gegebenenfalls auch gar nicht zuständig, das zu bestimmen. Was natürlich wichtig ist, und darauf, denke ich, sollte die Verwaltung, was die Schmierereien angeht, zunächst erstmal alles konzentrieren, sind die schnelle und effiziente Entfernung von verfassungsfeindlichen Schmierereien, Aufklebern und so weiter. Und was auch immer hilft für ein sauberes und ordentliches Stadtbild, ist insgesamt die Erhöhung der Aufenthaltsqualität. Da haben Sie sich gerade bei einem Antrag enthalten, der eben dazu beigetragen hat. Dort, wo viele Menschen sich aufhalten, dort, wo Menschen sich gerne aufhalten, dort, wo es Menschen gefällt, ist es einfach auch sauberer.
Dazu haben Sie es gerade gesagt, wir haben ein Budget eingestellt, 150.000 Euro. Im Januar hat uns die Stadt berichtet, dass davon ungefähr die Hälfte gebunden war. Vielleicht kann ja die zuständige Bürgermeisterin oder Bürgermeister noch mal sagen, wie das im Moment aussieht. Also kurzum, wir lehnen den Antrag ab, den Punkt 3, aber auch die beiden anderen Punkte. Herr Triefs. Ja, Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich halte diesen Antrag ja ehrlicherweise für einen Wahlkampf-Gag, nur dass es halt nicht geklappt hat, ihn vor der Kommunalwahl noch zu behandeln. Deswegen machen wir das heute. Mich beschleicht auch so ein kleines bisschen das Gefühl, dass vor 5 Jahren, kurz vor der Kommunalwahl, es auch schon mal einen Graffiti-Antrag von der CDU-Fraktion gab. Aber ich habe es jetzt nicht ganz genau nachgeguckt. Vielleicht, das will ich jetzt nicht beschwören. Ich kann mich auf jeden Fall dem anschließen, was Frau Mühle gerade eben schon gesagt hat. Auch die SPD-Fraktion wird diesen Antrag in Gänze alle 3 Punkte ablehnen. Ich glaube, eine rechtswidrige, flächendeckende Überwachung, die hier gefordert wird, der kann man nicht guten Gewissens zustimmen, auch wenn ich die Vorstellung von Kameras, die auf Mauern gucken, eigentlich ganz unterhaltsam finde. Ist es aber trotzdem, glaube ich, kein sinnvoller Beschluss. Ich halte ihn auch ein Stück weit für eine unseriöse Haushaltspolitik, weil das, was im Haushalt für die Graffiti-Entfernung eingeplant ist, wird mit Sicherheit nicht dafür reichen, jetzt ganz viele Flächen mit Speziallacken oder anderen Materialien zu versehen, um dann eine einfachere Entfernung zu ermöglichen oder eben dafür zu sorgen, dass gar nicht erst dran gesprüht werden kann. Insofern fehlt mir da auch ein Stück weit die Deckungsquelle für diesen Antrag, beziehungsweise eine seriöse Kostenschätzung, was denn dieses Anliegen eigentlich am Ende die Stadt kosten würde. Als SPD-Fraktion sind wir sehr klar positioniert zu dem ganzen Thema. Aus unserer Sicht sollte es mehr legale Flächen zum Sprühen von Graffitis in dieser Stadt geben. Das wäre der sinnvollere Antragsinhalt. Und deswegen bitte auch ich noch mal darum, den vorliegenden CDU-Antrag abzulehnen. Vielen Dank. So, weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann würde ich mal den Antrag auf punktweise so zusammenfassen, dass wir die Punkte 1 und 2 zusammen abstimmen können und dann den Punkt 3 separat. So, die Punkte 1 und 2 des federführenden Ausschussberichtes, die haben eine Zustimmung gehabt. Wer also dieser Zustimmung des federführenden Ausschusses folgen möchte, der muss hier zustimmen. Neunundzwanzig Ja-Stimmen, 28 Nein-Stimmen, eine Enthaltung. Und dann ist der Punkt 3, der ist ablehnend. Wer das ablehnende Votum teilt, der müsste jetzt ebenso mit Ja stimmen. Dreiunddreißig Ja, 25 Nein, keine Enthaltung. Damit ist das federführende Ausschussvotum in Gänze so bestätigt worden. Bringt uns zum nächsten Punkt.